Gehen wir hinaus aus der Tür und verschwinden wir. Na? Na? Anybody? Kette. Okay. Eine Kette. Zur Markierung für die Leute, die vor Miss Chens Restaurant Schlange stehen. Die Kette nehmen? Aber woher wissen die Leute dann, wo sie warten müssen? Und wenn die Leute nicht wissen, wie man wartet, wie sollen sie dann wissen, wie man sich verhält? Es würde Chaos ausbrechen. Väter würden ihre Kinder töten und ihre Eingeweide essen. Das wäre Rico. Horror. Ach was, ich nehme sie trotzdem mit. Na klar nimmst du sie mit. Horst. So, jetzt können wir eigentlich mal zu unseren Leuten nochmal zurückgehen. Mit denen quatschen. Ja. Das ist Gargoyle. Zumindest ein Teil von ihm. Die Story, die wir übrigens spielen, spielt zwischen den drei Comic-Büchern. Also dieses Dogman Dancer und Pizza Boy ist eine Trilogie. Eine Comic-Trilogie. Trilogie, also ich sag's, also ich meine, ich sage immer Triologie, es heißt Trilogie. auch wenn sie's manchmal so anhört, dann habe ich es schlampig ausgesprochen, verzeiht mir. Und die Geschichte, die wir spielen, spielt irgendwo zwischen den Büchern. Ist nicht genau angesiedelt, aber zumindest hat der Gargoyle schon seinen Kopf verloren. Hey, wer hat den Kofferraum des Autos geöffnet? Ich glaube, wir sind den ganzen Weg vom Hotel Romero mit offenem Kofferraum gefahren. Nein, sind wir nicht. Dann steht mein Wort gegen deins, Yuriko. Komm schon, Pazul. Pazul, auf zu unserem nächsten Ziel. Ich glaube, du hast recht. Ich habe hier in Chinatown noch nicht alles erledigt. Dann, das hier, oder? Hier zu dem, ja, genau. Zu diesem Viech, was da aus dem Kofferraum raus ist. Was ist der Teufel? Gucken wir einfach mal, was wir machen können. Wir können einfach durchwühlen. Das sind jede Menge Imbisskartons, in denen mal Nudeln waren. Sehen ganz schön fettig aus. Okay, da war noch eine. Das sind jede Menge Imbisskartons, in denen mal Nudeln waren. Noch mal ein zweiter. Muss ich auf den unteren klicken, oder? Das sind jede Menge Imbisskartons, okay. In denen mal Nudeln waren. Dann nehme ich einfach gleich. Wird schon funktionieren, oder? Ekelhaft. Diese Bandagen sind fettig und klebrig und riechen wie Nudeln. Aber es scheint etwas darin eingewickelt zu sein. Eine Streichholzschachtel aus dem Hotel Romero? Die gehören bestimmt dem vermissten Rezeptionisten. Er muss in der Nähe sein. Ich muss ihn finden und herausfinden, ob er hinter dem Verschwinden von Doc steckt oder nicht. Ich weiß, Doc bezahlt mich nicht, aber diesen fettigen Abfall würde ich auch so nicht durchsuchen. Ich frage mich, was Monster von unseren Verkleidungen halten. Was würde ich denken, wenn ich jemanden mit einer Yuriko-Maske sehe? Das war ja nichts mehr da, ne? Kann ich noch hin? Gehen wir mal nach hinten, oder? Ja. Okay. Was haben wir alles? Nudelhändler. Ein ganz gewöhnlicher Straßenhändler, der Nudeln verkauft. Der kommt schon. Schau mal, du hast aber ganz schön gruselig fettige Nudeln. Nudeln sind die Basis des Lebens. Die Götter haben den Menschen aus goldenen Nudelfäden erschaffen. Und dann haben sie ihre Schöpfung perfektioniert und die erste Frau aus Essstäbchen gemacht. Sie haben sie aus Kreide gemacht, sage ich dir. Unsere Götter kamen hierher und brachten den ersten Ziegel dieses Brunnens mit. Unsere Familie lebte schon nach dem Erdbeben von 1755 hier. Das war im selben Jahr. Oh,
Ich glaube, da drüben ruft mich jemand. Und jetzt sei ein guter Samariter und hilf mir dabei, eine Schüssel an ein erbarmungswürdiges Brandopfer zu liefern. Wie geht's? Das viele Fett macht sie klebrig. Wohin sollen sie geliefert werden? In eine Gasse im Norden von Chinatown. Ich habe dort einen bandagierten Mann gefunden und es mir selbst zur Aufgabe gemacht, ihn zu ernähren. Seitdem bringe ich ihm jeden Tag einen Teller Nudeln und stelle ihn ab, damit der arme, schüchterne Mann etwas zu essen hat. Ein bandagierter Mann? Interessant. Vielleicht unsere Mumie, ne? Was haben wir noch? Eine ekelhafte Menge von klebrigem Tierfett. Uah, dieser Gestank. Ich spüre ihn förmlich auf der Zunge. Ich hab da nur eine Idee. Igitt, jetzt ist alles ganz klebrig. Yes. Damit haben wir eine stinkende Kerze. Vielleicht nicht unbedingt eine Duftkerze, aber... eine stinkende Kerze. Auf dem Ziegel ist eine Inschrift. Dies ist der erste Ziegel von Chinatown. Hier platziert nach dem Erdbeben von 1755. Welchen bescheuerten Gegenstand werde ich wohl brauchen, um diesen Ziegel losmachen und mitnehmen zu können? Das war ja fast enttäuschend einfach. Wir haben einen Ziegel? Okay. Zimt. Ich habe den Geruch schon immer gemocht. Ah. Ich will dieses Pulver weder an meinen Händen noch in meiner Jacke haben. Vielleicht kann ich etwas anderes dort... etwas anderes dort hineinstecken? Hey, was machst du da mit meiner Ware? Oh, tut mir leid. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Das war schon ganz richtig, ne? Gemahlener Pfeffer. Was ist denn sowas? Eine Statue aus Kreide. Sieht aus wie ein Buddha. Hey, ich dachte, wir dürfen keine religiösen Symbole benutzen. Mit ihm reden? Du hast ziemlich viele Waren hier an deinem Verkaufsstand. Ja, und die sind ausschließlich für gute Kunden. Klar, ich muss ihn irgendwie ablenken. Was gibt's denn hier? Gute Idee. Es kann schließlich jederzeit zu einem gefährlichen Gewürznotfall kommen. Hey, vorsichtig! Ich will nicht niesen oder verheulte Augen kriegen. Oh, tut mir leid. Gemahlener Pfeffer. Gute Idee. Es kann schließlich jederzeit zu einem gefährlichen Gewürznotfall kommen. Hey, vorsichtig! Ich will nicht niesen oder verheulte Augen kriegen. Oh, tut mir leid. Jetzt pass mal auf, das ist doch irgendwas. Ah. Gesundheit. Danke. Ich sehe nichts. Dreck. Ah. Ich steck die Kreide besser ein, bevor er wieder etwas sehen kann. Oh Mann, etwas Kreide ist gerade zu Staub zerfallen. Aber jetzt können wir auch noch das in den Zimt stecken, weil er nichts sieht. Versuchen wir es mal. Logisch betrachtet müsste sie jetzt nach Zimt riechen. Ja, dann haben wir jetzt unsere Duftkerze und Kreide und eine Kette. Was fehlt uns noch? Schwarzpulver. Ja, Feuerwerk. Okay, alles klar. Er verkauft Feuerwerkskörper.
können wir uns angucken. Reden. Kann ich ein paar Feuerwerkskörper haben, Sir? Klar, so viele du willst, aber du musst sie bezahlen. Ich hab kein Geld, also gar keins. In meinem Inventar gibt's das Wort Geld nicht. Dann hau ab! Elektroschock? Das dient der Selbstverteidigung. Ah. Ich werde damit irgendwann angreifen, richtig? Ja, der ist gut. der macht bestimmt Nudeln. Hallo? Reaktion? Ah, da gibt es gar keine Interaktion. Dann okay, was haben wir noch? Die Kette ist ja für mich. Ah, nö, nicht mehr. Nö, ich werde bestimmt keinen Aufstand auslösen. Okay. Kann ich ein paar Feuerwerkskörper haben, Sir? Nein. Hey, was machst du da? Das ist gefährlich! Mach das nochmal und ich brech dir die Hand! Bist du dir sicher, dass du mir keine Feuerwerkskörper geben willst? Kann ich ein paar Feuerwerkskörper haben, Sir? Nein. Was ist denn bloß mit deinem Hirn los? Haben deine Eltern dich mit Bleifarbe gefüttert? Mach das nochmal und ich breche dir den Hals und uriniere auf deinen Kadaver! Kann ich ein paar Feuerwerkskörper haben, Sir? Nein. Was muss ich tun, damit du aufhörst? Dir Feuerwerkskörper geben? Ja. Oh, nimm dir welche und zisch ab! Danke. Oh Mann, sie sind kaputt gegangen, als ich sie in meine Jacke gesteckt habe. Feuerwerkskörper sind echt brandgefährlich. Das macht ja nichts, weil wir brauchen ja nur Schwarzpulver für später. Dann ist der auch erledigt. Hier war doch noch... Ja, genau. Okay. Pawnshop, also... Hey, aufmachen! Wie lautet das Passwort? Pantai. Chen schickt mich. Puh, dann komm rein, du dressierter Schnüffler. Ein Kremlin! Yes! Das ist ein Buch. Sauber. Das will ich haben. Ich nehm's mir mal. Ist bestimmt nützlich. Ich sollte jetzt einen Blick riskieren, notieren, was ich brauche und es später vielleicht kaufen. Ich sagte kaufen. Mit meinem Gehalt. Guter Witz, Yuriko. Echt gut. Ist das jetzt auch irgendwie einfach... Hier steht, dass ich Folgendes machen muss. Ein Ritualkreis um das Objekt zeichnen, das auf die andere Seite soll. Eine wohlriechende Kerze anzünden, die den Körper besänftigt und den Geist öffnet. Eine Silberkette anlegen, die meinen Körper vor bösen Geistern schützt, solange meine Seele weg ist. Einige Worte rezitieren, die so lang sind, dass man sie sich nicht merken kann. Und etwas Schwarzpulver ins Feuer werfen. Hier steht, die Leuchterscheinungen sind der Höhepunkt ihres selbst durchgeführten Rituals. Was haben wir hier, ein Fenster? Das Fenster führt zur Straße. Dann nehmen wir uns mal... Er ist hinter Glas. Damit komme ich nicht durch. Was haben wir denn noch? Was ist das? Zurück in die Zukunft? Hübsche Sneakers. Ob die mir wohl passen würden? Probier sie an. Ich will das nicht in meine Jacke stecken. Ja, du sollst sie auch anziehen. Kann man was angucken hier? Da oben ist Haute Duck oder sowas. Da oben ist Alf. So will ich nicht enden. Zweifellos ziemlich unbefriedigend. Lustig. So, was führt denn einen überentwickelten Affen wie dich an einen Ort wie diesen?
Ich suche ein Buch. Vielleicht hast du schon davon gehört. Darin steht, wie man Kontakt mit einem Geist aufnimmt. Vielleicht ja, vielleicht nein. Du könntest mein Gedächtnis auffrischen, wenn du schrittweise verstehst. Ich hab kein Geld. Kein Geld, kein Geschäft. Okay. Ich sehe mich nur mal um, falls das in Ordnung ist. Nur zu, aber denk nicht mal dran, das mitgehen zu lassen. Na? Würdest du diesen wunderbaren, glänzenden alten Ziegel gegen deine alte, staubige Silberkette tauschen? Willst du mich zum Lachen bringen? Nein, das ist ein uralter Ziegel, ein historischer Ziegel. Ich schwör's. Quatsch mich nicht voll, Junge, und zeig mal her. Du bist ganz schön mutig, sowas zu klauen und dann bei mir abzuliefern. Sehr schön, das Geschäft steht. Unfassbar, dass das geklappt hat. Was hast du gesagt, Junge? Nichts. Nur, dass es ziemlich dumm war, mich von diesem Ziegel zu trennen. So, und wie lege ich jetzt die Kette an? Ich kann mir nicht mal vorstellen, was man alles mit dieser Kette anstellen könnte. Und das ist kein Kompliment. Ich kann es wirklich nicht. Das geht nicht in der Öffentlichkeit. Ich muss es zumindest irgendwie verdecken. Nimmst du nochmal? Ist bestimmt nützlich. Ich sollte jetzt einen Blick riskieren, notieren, was ich brauche. Ich sagte. Ja. Was mache ich denn jetzt? Das kann ich nicht gebrauchen. Kann ich irgendwas kombinieren hier drin? Kreide? Vielleicht die Kreide und das Papier? Das kann ich nicht gebrauchen. Die Kette in meinem Kreide. Das kann ich nicht gebrauchen. Auch nicht. Ah, die Kette im Buch verstecken. Die Kette ist zu kurz. Sie passt nicht mal um das Buch herum. Kette ist zu kurz. Sie passt nicht mal um das Buch herum. Es ist ja nicht so, dass das Buch irgendwo hinlaufen würde. Ich sollte eine andere Verwendung finden. Okay, was ist jetzt los? Ich habe das Buch mit einem kleinen Lasso umwickelt. Und jetzt? Gehen wir jetzt einfach? Hey, wo willst du denn hin? Gib das Buch zurück. Okay. Oh, tut mir leid. Ist bestimmt nützlich. Ich sollte jetzt eins. So, das machen wir noch. Es ist ja nicht so, dass das Buch irgendwo hinlaufen würde. So, jetzt nehmen wir es selber mal zurück. Geht das? Kann ich das dann nicht mehr? Fenster. Ja, einfach ausprobieren, ne? So, die Spiele sind halt einfach immer ausprobieren. Schönen Tag noch und komm wieder, wenn du Geld hast. Danke. Bis dann. Ich werde nie Geld haben. So, und da ist meine Kette. Und jetzt nehme ich mir jetzt. Oh. Hab ich dich. Meins. Ach ja, wir hatten ja noch
die Nudeln. So? Ja, genau. Dieser fettige Karton ist nicht stabil. Und er ist klebrig. Na, ist ja gut. Also. Dann, präsentieren wir die Nudeln. Ich könnte ihn mit so einem Karton herauslocken und verfolgen. Ich glaube, hier ist die beste Stelle. Oh Mann, ich werde diese schmackhaften Nudeln eine Weile auf dem Boden liegen lassen. Hoffentlich klaut sie niemand. La la la. Jetzt muss ich nur noch warten. Yeah. Er ist unsichtbar. Das bedeutet, dass er nicht unbedingt etwas mit Docs Verschwinden zu tun hat. Aber vielleicht hat er den Täter gesehen. Okay. Aber. Ach, wahrscheinlich muss ich jetzt hier. Wieso? Ein Keypad hinter einem versteckten Ziegel ist aber schon ziemlich paranoid. Aber wenn ich unsichtbar wäre, würde ich auch versuchen zu vermeiden, dass irgendwelche Leute in meine Wohnung spazieren, weil sie sie für leer halten, während ich in Wahrheit dort bin, nur eben nackt. Das ist mal eine logische Schlussfolgerung. Wir befinden uns übrigens in der Stadt Lissabon, falls es euch interessiert. Ich werde nicht einfach 1000 mögliche Kombinationen ausprobieren, bis ich irgendwann die richtige erwische. Ein Keypad hinter einem versteckten Ziel. Aber wenn ich unsichtbar wäre, würde ich auch versuchen. Ist klar, das hatten wir ja schon. Also nochmal angucken. Ich werde nicht einfach 1000 mögliche Kombinationen ausprobieren, bis ich irgendwann die richtige erwische. Detektivarbeit. Jetzt klebt der Staub an dem Fett auf den Tasten und zeigt an, welche der Unsichtbare gedrückt hat. Yuriko, du bist ein Genie. Warum war eigentlich dein größter Erfolg bisher der zweite Platz bei einem Pizzalieferrennen? Schon gut. Kann ich jetzt drücken? Da ich jetzt sehe, welche Ziffern er gedrückt hat, kann ich den Code knacken. Okay, 3 Ziffern. Ja, dann gehen wir es mal logisch durch. 1, 3, 8. Okay, dann die nächste Kombi ist 1, 8, 3. Ha! Also bei 3 Ziffern ist es einfach, da muss man einfach nur 3 nach durchgehen. Und halt die einzelnen Stellen halt immer durchmixen. Egal, wir kommen hier rein. Passt doch.